Ja. This meeting is being Und die Frau recorded. Suschnick, hallo, sind Hallo. beide schon da. Sie machen den Abschluss der Praxistage und es geht auch hier wieder um einen praktischen Einsatz, in dem Fall von Minecraft alle Menschen in Österreich, die Eltern von 8- bis 12-jährigen Kindern sind, denen sagt der Begriff eindeutig was, besonders. Auch ich durfte das erfahren mit Fantasiewelten, die mit Minecraft erstellt worden sind. Also ein sehr tolles Spielkonzept, das sozusagen auch die Kreativität sehr stark in den Fokus setzt, aber natürlich auch Logik, ja. Und da hat es ja in der Vergangenheit schon immer wieder Versuche gegeben, seitens Microsoft hier Angebote bereitzustellen, aber aufgrund der Lizenzpolitik war das in der Vergangenheit nicht immer ganz einfach, dass sich das wirklich in Schulen etabliert. Das ist aber jetzt, soviel ich weiß, Teil der Vergangenheit, weil inzwischen diese Lizenzproblematik gelöst ist. Und ja, deswegen ganz spannend. Freut mich, dass Sie heute da etwas dazu sagen können. Ich bitte um Ihren Vortrag. Genau. Vielen Dank. Ja, das war auch genau unser Zugang. Moment, du musst ein bisschen einen Hall drauf. Ja. So, jetzt steht's besser. Ja, ich freue mich, dass so viele zu unserem Vortrag dann doch noch geblieben sind. Ja, wir finden das auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Alena Suschnitt und ich sind aus dem medienpädagogischen Team des Wiener Bildungsservers und wir haben eben im vergangenen Herbst ein Projekt gestartet zum Einsatz der Minecraft Education Edition im Unterricht. Und darüber werden wir heute ein bisschen eingehender erzählen. Kurz ein paar Worte, wer wir sind als Wiener Bildungsserver. Wir sind ein Verein, der von der Stadt Wien gefördert wird. Wir beschäftigen uns mit Medienbildung. Wir unterstützen Schulen bei der Förderung von Medienbildung im Unterricht, auch Kindergärten mittlerweile. Wir bieten in diesem Bereich Workshops an. Wir haben Praxisideen auf unserer Webseite und wir machen auch Vorträge dazu. Wir betreiben mehrere Webseiten mit unterschiedlichen Zielgruppen. Das eine ist die Kivität, das ist ein Kinderlexikon, das Lehrerinnen-Web, wo eben unsere Praxisideen, unsere Workshops mit Workshop-Anmeldungen und verschiedene andere Themenbereiche zu finden sind, und der Medienkindergarten Meti, der auch in den letzten Jahren einer unserer Schwerpunkte geworden ist. Warum haben wir jetzt uns mit Minecraft beschäftigt? Das eine ist, was der Herr Riepel bereits gesagt hat, das Spiel ist bekannt und beliebt seit vielen, vielen Jahren. Förderung von Game-Based Learning war uns sowieso in der letzten Zeit immer wieder ein Anliegen. Und die Geräteinitiative jetzt ist auch ein sehr, sehr guter Anlass, um da einzusteigen, weil eben jetzt viele Schülerinnen und Schüler mit Geräten ausgestattet worden sind, mit denen man eben innovative oder eben nicht mehr ganz so innovative, aber früher schwerer umzusetzende Unterrichtskonzepte jetzt ausprobieren kann. Auch gibt es bei Minecraft, bei den vielen, vielen Unterrichtsmaterialien, die es da gibt, sehr viele Anknüpfungspunkte zur digitalen Grundbildung. Ich sehe gerade, ich musste den Bildschirm noch teilen. Genau, jetzt ist besser. Gibt es viele, viele Anknüpfungspunkte zur digitalen Grundbildung, die wir auch gestern vorgestellt bekommen haben, wo man da auch sehr viel in Minecraft machen kann. Und tatsächlich ist jetzt die Lizenzproblematik insofern gelöst, dass in den Office 365 Education Zugängen jetzt Minecraft inkludiert ist. Bis vor 2 Jahren, glaube ich, musste man da pro Lizenz 5 € im Jahr zahlen, aber jetzt ist das inkludiert. Also sowohl Lehrpersonen als auch Schülerinnen haben jetzt mit dem Office 365 Zugang, auch einen Zugang zu Minecraft. Wenn wir jetzt Minecraft einsetzen wollen, gibt es verschiedene Vor- und Nachteile. Vorteile wären, dass es eben ein bekanntes und beliebtes Spielprinzip ist, eine offene Welt mit vielen Möglichkeiten. Zu Minecraft gibt es bereits zahlreiche Lektionen und Welten verfügbar. Das ist einer der größten Vorteile, dass man aus der Education Edition direkt auf diese Lektionen zugreifen kann.
und es auch noch zusätzliche Funktionen der Education Edition gibt, die wir dann auch kurz vorstellen werden. Und letztendlich, Schülerinnen und Schüler können als Expertinnen eingesetzt werden, weil sie sich eben zu Hause selbst damit beschäftigen und eigene Ideen, eigene Vorstellungen dann einbringen können. Nachteile gibt es natürlich auch. Wer nicht Minecraft spielt oder überhaupt wenig spielt, wird verschiedene Hürden vorfinden bei der Steuerung, bei der Orientierung in der Welt. Also das kann am Anfang ein bisschen schwierig sein. Es können auch falsche Erwartungen geweckt werden, weil der Einsatz von Minecraft im Unterricht natürlich was anderes ist, als wenn ich zu Hause Minecraft spiele. Also im Unterricht gibt es dann meistens eine eingeschränkte Welt mit konkreten Aufgaben, die in einem begrenzten Zeitrahmen zu erfüllen sind. Das fällt zu Hause weg, also da kann eine Differenz in der Erwartungshaltung bestehen. Für Lehrpersonen, die eben nicht mit Minecraft sich davor beschäftigt haben, ist der Einstieg nicht ganz einfach. Aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass die Informationen und Beispielwelten nur auf Englisch verfügbar sind und das, wenn man das im Unterricht verwenden möchte, da doch recht viel anzupassen und umzubauen ist. Und schließlich gibt es zur Education Edition keine umfassende Dokumentation. Man muss sich also sehr, sehr viel zusammensuchen. Es gibt Lehrgänge, Online-Lehrgänge von Microsoft dazu. Es gibt einen YouTube-Kanal. Es gibt also doch zahlreiche Blog-Einträge, aber es gibt keinen einzelnen Ort, wo das alles versammelt wäre. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch die Alternative MindTest erwähnen. Ein Open-Source-Produkt, das sehr an Minecraft auch angelehnt ist, das sich auch sehr, sehr gut für den Einsatz im Unterricht eignet. Auch da gibt es wieder Vor- und Nachteile. Vorteil ist eben Open-Source, läuft auf alten Geräten, läuft auf allen Betriebssystemen, muss nicht mal installiert werden, braucht man nur entpacken. Es gibt unzählige Mods dazu, zu verschiedensten Beiträgen, Bereichen Kreativität, Technik, Coding, die direkt aus dem Spiel heraus auch installiert werden können. Man kann recht einfach permanente Server einrichten und es gibt ein übersichtliches Wiki, das immer auf dem aktuellen Stand ist. Der Nachteil: Es gibt keine oder sehr wenige fertige Unterrichtswelten dazu, muss man sich sehr, sehr viel selber machen. Das MindTest selbst ist eigentlich nur die Engine. Alle Zusatzfunktionen muss man durch Mods hinzufügen. Das heißt, ich muss, um das ordentlich verwenden zu können, muss ich einen guten Überblick haben, welche Mods dann ich für meine Anwendung brauchen werde. Auch Schülerinnenverwaltung geht nur über Mods. Und die sind eben in einer unübersichtlichen Fülle vorhanden. Und wenn es um die Motivation der Schülerinnen und Schüler geht, ist MindTest zwar sehr schön, aber es ist eben nicht Minecraft und das kann eben auch da ein bisschen störend wirken. Wir haben zu MindTest allerdings ein paar Videos auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe da unten den Link eingeblendet. Sie kriegen eh die Präsentation auch. Das heißt, Sie können, wenn Sie sich für MindTest interessieren, dann auch dort sich das anschauen. Ja, jetzt überlegen wir uns, wie man MindTest konkret im Unterricht einsetzen kann. Genau, das ist auch ein bisschen kompliziert mit den Stundenleitenden dazwischen, das stört nicht allzu sehr. Gut, also bei Spiel oder Spielen im Unterricht ist es ja leider oft ein... Es könnte sein, dass das falsche Mikro eventuell ausgewählt ist, also dass über das Laptop statt dem Headset. Also Sie haben da die Möglichkeit, neben dem Mikrofon-Icon, wenn man da auf das Pfeilchen rechts daneben klickt, das nach oben zeigt, da kann man das Mikrofon auswählen. Vielleicht ist da... Geht's jetzt besser? Ja. Ja. Super, Entschuldigung, das ist nämlich der Computer meiner Kollegin, das war noch nicht eingestellt. Danke für den Hinweis. Gut, machen wir mal weiter. Also prinzipiell ist es bei Spielen halt oft das Problem, was ihr sicher alle schon gehört habt, dass Spiele oftmals als reiner Zeitvertreib gesehen wird und vor allem im pädagogischen Sinne dann nicht wirklich verwendet wird oder mehr ist eben außerschulische Unterhaltungsmöglichkeit abgestempelt wird. Prinzipiell gibt es aber Strömungen, die sich genau dagegen stellen und genau erkennen,
welchen Wert Spiele eigentlich im Unterricht oder in der Pädagogik generell haben können. Und das ist eben das Konzept des Game-Based Learning. Das sieht Spiele prinzipiell als eine sinnvolle Kombination für den Unterricht. Man versteht darunter also Lernen mitspielen, also auch Lernen in Spielen. Und genauer gesagt ist es halt auch das pädagogische Grundziel dieser Richtung, Spiele in den Unterricht zu integrieren, um eben einen gewissen Lerneffekt daraus zu erzielen. Also die Spiele sind nie separat von einem Lernprozess, sondern sie haben immer ein gewisses Ziel vor Augen. Und das Ziel ist meistens das, dass eben ein gewisser Lerneffekt in verschiedenen Bereichen passiert. Vorteile, die wir jetzt uns da herausgeholt haben, wären erstens einmal diese intrinsische Motivation. Also Spiele motivieren SchülerInnen intrinsisch. Das heißt, sie spielen eigentlich um des Spieles willen und sind nicht abhängig von irgendeiner Form von Belohnung. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, du bekommst jetzt eine gute Note. Also diese intrinsische Motivation passiert wirklich durch den Spaß am Spiel selbst und trotzdem lernen sie etwas dabei. Das ist vor allem eben bei Lernspielen der Fall. Im Zuge des Game-Based Learning gibt es auch abgesteckte Lernziele, wie ich eh schon erwähnt habe. Das ist einerseits wichtig, um den Unterricht eine gewisse Struktur zu geben und auch ein pädagogisches Mittel dafür. Und zusätzlich ist es aber auch innerhalb des Spieles so, dass es meistens kleine, überschaubare Ziele gibt, bis man an das große Endziel kommt. Und genau das wirkt eben für SchülerInnen auch motivierend und hat eben den Vorteil, dass sie praktisch überschaubar Schritt für Schritt ihre Entwicklung sehen, was eben für sie ein sehr positives Lernerlebnis darstellt. Weiter ist es halt so, dass es so ist, wenn SchülerInnen Fehler machen, wird das oft als sehr demotivierend gesehen. Manchmal werden Fehler auch getadelt, was nicht unbedingt der beste Ansatz ist, um super positiv zu lernen, sondern das kann eben auch sehr viel negative Gefühle auslösen. Und in Lernspielen ist eben genau das nicht der Fall. Also Scheitern wird eben als eine Möglichkeit gesehen, Dinge immer wieder zu versuchen. Es gibt hier auch kein Ultimatum, wann man aufhören muss, es zu versuchen. Man versucht es so lange, bis man es praktisch gelernt hat, sofern es eben der Unterricht zulässt. Und dadurch wird die Neugierde geweckt und Fehler als eine Möglichkeit angesehen, etwas zu lernen, sich zu entwickeln und mit einem positiven Erlebnis verbunden. Dann gibt es auch noch die Selbstwirksamkeitserfahrung. Also bei Spielen ist es so, dass SchülerInnen oder die NutzerInnen generell selbst aktiv etwas beitragen, um einen Erfolg zu erleben. Und genau das ist eigentlich Selbstwirksamkeit. Also SchülerInnen können so abspeichern, dass meine Tat, mein Tun trägt dazu bei, dass ich eben zu meinem Ziel komme. Und das kann sich oft so etablieren, dass sie das dann auch für andere Lernprozesse anwenden. Da gibt es eben auch sehr viele Studien dafür, die sich damit beschäftigen. Und die Selbstwirksamkeitserfahrung ist wirklich etwas, was meistens heraussticht. Bei Spielen ist es aber immer sehr wichtig zu beachten, dass Spiele nicht als pädagogischer Ersatz angesehen werden sollen. Also es soll in keiner Form die Lehrkraft ersetzen, sondern einfach nur eine Erweiterung sein oder eine Ergänzung. Zum Beispiel Spiele sollen jetzt nicht die Arbeitsblätter oder andere didaktische Mittel ersetzen, aber eine hilfreiche und motivierende Ergänzung zum Unterricht sein. Genau. Game-Based Learning jetzt in Minecraft. Wie schaut das dort aus? Also die Minecraft Education Edition ist natürlich ein gutes Beispiel für Game-Based Learning im Unterricht. Und die Inhalte werden ansprechend visualisiert und wirken somit eben positiv auf die SchülerInnen. Es gibt dann eine Abwechslung und die Inhalte sind ihnen eben bunt gestaltet, interaktiv gestaltet und somit können sie sich auch das, was darin vorkommt, leichter merken. Durch den spielerischen Ansatz wird eben auch die Kreativität gefordert und gefördert, was natürlich eh relativ logisch ist, aber wir dachten uns, das ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Das ganze Spiel an sich basiert eben auch darauf, dass ein großes und mehrere kleinere Probleme gelöst werden und dass die SchülerInnen dadurch eben verschiedene Strategien anwenden müssen, um zu ihrem Ziel zu kommen. Und letztendlich gibt es dann auch noch die Selbstwirksamkeit, zu der ich eh schon vorhin was gesagt habe. Also durch dieses aktive Tun, durch diese Problemlösekompetenz, die sie einsetzen, empfinden sie auch das Gefühl, selbst eben etwas beitragen zu können und selbst zu ihrem Lernerfolg eben beizutragen. Genau. Achtung, Sie sind stumm. Ja.
Die Minecraft Education Edition kann unter educationminecraft.net heruntergeladen werden. Der Download ist an sich kostenlos. Das Einloggen erfolgt dann mit einem Microsoft 365 Education Account. Auf der Startseite, also die Seite ist nur teilweise ins Deutsche übersetzt. Auf der Startseite sehen Sie bereits einige spannende Dinge, weil eben mit Minecraft nicht nur kreative Inhalte oder Coding, wie auch immer, unterrichtet werden kann. Es gibt auch sehr, sehr viele Inhalte zu Geschichte, zu sozialen Themen. Eben hier Active Citizen wird vorgestellt. Also da gibt es eine große Menge an verschiedenen Inhalten. Die Minecraft Education Edition enthält wie alle Editionen von Minecraft mehrere Spielmodi. Man kann in der Education Edition auch das klassische Minecraft spielen, also den Überlebensmodus und den Kreativmodus gibt es in der Minecraft Education Edition auch, wobei der Überlebensmodus wahrscheinlich im Unterrichtseinsatz eine geringere Rolle spielen wird. Relativ neu ist der Abenteuermodus. Im Abenteuermodus können Blöcke nicht abgebaut werden, aber man kann mit ihnen interagieren. Das eignet sich zum Beispiel sehr gut für die Erstellung von Escape-Räumen, wo es eben nicht gedacht ist oder wo es ungünstig wäre, wenn die Spielerinnen und Spieler sich da hinausgraben könnten, sondern die sind eben eingeschränkt und können dann nur die Türen mit den vorgesehenen Hebeln oder Knöpfen oder wie auch immer dann öffnen. Kann sowohl im Single- als auch Multiplayer-Modus gespielt werden, wobei es im Multiplayer-Modus eine Beschränkung auf 40 Spielerinnen gibt und man kann keinen permanenten Server einrichten. Also es ist wirklich dazu gedacht, dass man es dann im Klassenraum gemeinsam nützt. Ich stelle das kurz vor, wenn man das dann schwerer im Spiel selber vorstellen kann. Es gibt einige nützliche Erweiterungen, die Chemieerweiterung, in der man Elemente konstruieren, Verbindungen erzeugen kann, auch dann damit experimentieren kann, mit einem relativ eingeschränkten Anwendungsbereich wahrscheinlich. Wesentlich umfangreicher und wahrscheinlich auch nützlicher ist der Code-Builder, in dem man verschiedene Programmiersprachen nutzen kann, eben Microsoft MakeCode, eine blockbasierte Programmiersprache. Python kann genutzt werden und Tinker ist ebenfalls eine Programmiersprache, mit der auch gibt es sehr spannende Werkzeuge, um größere geometrische Formen wie Zylinder, Würfel und so weiter zu erstellen, was recht nützlich ist, wenn ich eine Stadt baue oder irgendwelche größeren Gebäude. Mit Hilfe von Code kann man auch diesen links sichtbaren Agenten steuern. Das ist ein kleiner Roboter, der auch verschiedene Bauaufgaben übernehmen kann. Und da ist es besonders spannend, dass der eben gesteuert werden kann und dann eben ein Gebäude bauen kann und die Auswirkung des Codes dann eben direkt in der Minecraft-Welt auch sichtbar wird. Eine ebenfalls spannende Erweiterung ist eine eigene App, der Klassenraummodus, der synchronisiert wird mit dem Minecraft-Spiel, das man gerade spielt. Im Klassenraummodus hat man eine Übersicht über die Spielerinnen und Spieler, die gerade in dieser Multiplayer-Welt, also es ist nur sinnvoll in einer Multiplayer-Welt, die gerade dort vorhanden sind, wo sie sich aufhalten. Ich kann den Chat auf- und abdrehen, ich kann den Kampf von Spieler gegen Spieler zulassen oder verbieten, ich kann Chat-Nachrichten an alle schreiben, kann Spieler zu einem bestimmten Ort teleportieren. Also das alles geht recht praktisch und angenehm über diesen Klassenraummodus. Ja, und als nächstes schauen wir uns dann gleich das Spiel selbst an. Ich steige dann Minecraft Education ein. Sieht man das jetzt? Ich glaube, ich habe eh den ganzen Bildschirm geteilt. Sehr gut. Einstiegsseite Minecraft Education Edition. Hier gibt es auch einen relativ neuen Bereich, neu und vorgestellt, wo es ganz neue, spannende Unterrichtsmaterialien gibt, eben das Active Citizen, was auch auf der Webseite vorgestellt wird und auch sehr spannend, was wir uns kürzlich gerade angeschaut haben, CyberSafe, HomeSuite, wo es eben um safer Internet-Themen, um sicheren Umgang mit dem Internet geht. Und das Internet selbst ist eben als ein Bereich dargestellt, den man von der realen Welt über einen schnell fahrenden Zug verlässt und wo man dann auch wieder zurückkommt. Also das ist sehr,
sehr, sehr nett in dieser Form dargestellt. Einer der zentralen Punkte in der Education Edition ist die Bibliothek. In der Bibliothek sind sehr, sehr viele Unterrichtsmaterialien zu finden im Bereich thematische Sets. Ist auch geteilt Wissenschaft, Mathematik, Informatikunterricht und so weiter. Können wir gleich im Informatikunterricht hineinschauen. Gibt es mehrere Coding-Beispiele natürlich aus dem Bereich Hour of Code. Und eben auch spannend Geschichte und Kultur, wo historische Bauwerke nachgebaut sind, historische Ereignisse nachgespielt werden können. Also da gibt es schon sehr, sehr viel. Alle diese Beispiele sind auch auf der Webseite der Minecraft Education Edition abzurufen. Auf der Webseite gibt es dann auch Unterrichtsmaterialien dazu, die es bei den Beispielen hier direkt nicht gibt. Das Spannende hier an den Beispielen ist auch, dass man sie direkt über Microsoft Teams zum Beispiel den Schülerinnen und Schülern zukommen lassen kann. Ansonsten kann ich die Welten einfach per E-Mail verschicken oder eben über Microsoft Teams oder über eine beliebige Content-Management-Plattform teilen. Genau. Jetzt schauen wir wieder zurück in die Präsentation, weil wir uns jetzt genauer anschauen, wie kann ich jetzt die Minecraft Education Edition konkret im Unterricht einsetzen. Gut, danke Christoph. Gut, also bei der Verwendung von Lernspielen, wie eben schon gesagt, ist es eben wichtig, Lernziele zu setzen. In Minecraft Education ist der große Vorteil, dass durch diese thematisierten Welten, die der Christoph gerade vorgestellt hat, oft sich die Lernziele schon selbst ergeben. Wir haben hier zum Beispiel für unsere Welt, die ihr nachher sehen werdet, auch noch diese zwei Lernziele auf der Präsentation gewählt. Das sind jetzt nur Beispiele und ist es auch nicht super wichtig, aber nur, dass ihr einen kleinen Einblick bekommt, wie wir das gelöst hätten. Es ist außerdem sehr, sehr wichtig, dass die PädagogInnen den Spielprozess auch begleiten. Es ist nämlich oft ein Irrglaube, dass die Lehrkraft nicht gebraucht wird, wenn man digitale Medien im Unterricht einsetzt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Lehrkraft den Prozess begleitet, dass die Lehrer oder Lehrerin praktisch da ist, wenn es zum Beispiel Fragen gibt, wenn es ein bisschen laut wird in der Klasse und so weiter. Also eher selbsterklärende Dinge, aber nur damit das noch einmal gesagt ist, dass es eben sehr wichtig ist, die pädagogische Begleitung da auch zu haben. Außerdem ist es wichtig, eine Vor- und Nachbereitung der Stunde zu haben. Je nachdem, wie Minecraft Education Edition im Unterricht eingesetzt wird, ist es aber immer wichtig, die Inhalte auch zu reflektieren und diese gemeinsam bearbeiten zu können und nicht einfach nur die SchülerInnen spielen zu lassen und danach nie wieder drüber zu reden. Gut, wenn man jetzt ein bisschen genauer schaut, was könnten jetzt so die Einsatzbereiche eines Lernspiels sein? Das ist natürlich immer sehr individuell auf den Unterricht gesteckt, aber hier nur ein paar Vorschläge unsererseits. Man könnte die Minecraft Education Edition gut in den Einstieg, ein neues Thema verwenden. Das funktioniert vor allem in Welten, die kleine Aufgabenstellungen haben, wo bereits fachspezifisches Material integriert ist. Das werdet ihr auch bei unserer Welt dann kurz sehen. Und das bewirkt auch, dass die SchülerInnen die Thematik selbst erarbeiten und eben ihr eigenes und autonomes Lernen fördern. Und am Anfang brauchen die Lernenden wahrscheinlich umso mehr eine pädagogische Begleitung, die ihnen bei Schwierigkeiten auch Hilfestellung leistet. Dann geht es natürlich auch als Festigung, also wenn ein Thema bereits im Unterricht behandelt wurde, man aber spezifisch darauf eingehen möchte oder die Minecraft Education Welt mehr oder weniger als Wissensabfrage verwenden möchte oder einfach noch einmal vertiefend, dann ist das auch noch eine sehr gute Möglichkeit, Minecraft Education einzusetzen. Im Flipped Classroom-Konzept ist es natürlich auch sehr, sehr nützlich. Dabei ist es praktisch so, dass die SchülerInnen Themen zu Hause erarbeiten und anschließend eben im Unterricht praktisch behandeln. Und es ist hierbei eben wichtig, dass sie mit der Handhabung von Minecraft bereits vertraut sind, weil es sonst ein bisschen schwierig wird, das zu Hause alleine zu machen natürlich.
Genau, es gibt aber auch Ausnahmen, also das, was der Christoph eh kurz auch angeschnitten hat, zum Beispiel das Thema Programmieren, da gibt es in der Minecraft Education Edition eine Hour of Code, wo die SchülerInnen wirklich sehr spielerisch und Step-by-Step an das Thema herangeführt werden und dabei auch lernen, wie sie die Steuerung bedienen, wie sie Anleitungen machen und so weiter und so fort. Also themenspezifisch kann es natürlich auch sein, dass sie erst so in die Minecraft Education reingeworfen werden durch das Flipped Classroom und das eben dort erst erlernen. Dafür gibt es auch eigene Welten, was ein großer Vorteil an dem ganzen Konzept ist. Es geht natürlich auch als Hausübung, dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Im Distance Learning ist es auch eine sehr, sehr gute Methode, da es nämlich den Classroom-Modus gibt, von dem der Christoph auch gerade erzählt hat, wo eben die Lehrkraft während des Spiels ihre SchülerInnen und die SpielerInnen praktisch dann sehen kann, im Chat verfügbar ist und eben über den ganzen Spielverlauf der Klasse auch einen Überblick hat, was eben sehr, sehr wichtig ist und sehr hilfreich sein kann für das Distance Learning. Dann eignet es sich auch noch für den fachspezifischen Unterricht. Das heißt, Minecraft Education Edition ist natürlich prinzipiell sehr, sehr hilfreich für die digitale Grundbildung, kann aber auch fachspezifisch eingesetzt werden, eben in den ganzen Themen, spezifischen Welten, die wir auch gerade gesehen haben. Genau, kurz einmal dazu. Gut, und dann gibt es eben auch noch die Sozialformen. Prinzipiell gibt es da eben verschiedene Einsatzmöglichkeiten vom Frontalunterricht bis zu, also das ist aber eher für die Reflexion, der Frontalunterricht wäre eher so im Plenum, meinen wir damit eher, also damit wir eben gemeinsam praktisch einen Einstieg haben können oder reflektieren können. Und dann gibt es auch noch Einzel- oder paarweise Arbeiten, Gruppenarbeiten oder eben auch Multiplayer. Diese Paar- und Gruppenarbeiten sind vor allem dann sehr hilfreich, wenn zum Beispiel wenige Geräte in der Klasse sind. Dann kann zum Beispiel eine Person spielen und die anderen Kinder oder SchülerInnen machen eben gewisse Aufgaben. Zum Beispiel, wenn man ihnen ein Material schon vorher ausdruckt, das in der Welt vorkommt und sie dann dazu recherchieren müssen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Zusätzlich ist es auch noch sinnvoll, wenn es zum Beispiel ein oder zwei ExpertInnen in der Klasse gibt, die sich mit Minecraft bereits super auskennen, was ja, wie wir eh anfangs gehört haben, oft schon der Fall ist und die können dann praktisch den anderen auch beibringen, wie es geht und mit den anderen interagieren und somit kann da auch ein nettes soziales Umfeld entstehen durch das Ganze. Genau. Und um einen Überblick über den Spiel- und Lernprozess der SchülerInnen zu bekommen, hat Minecraft Education auch eine integrierte Funktion zur Dokumentation. Hierzu kann man eben mit der Kamera Fotos machen, man kann in das Buch dann hineinschreiben und so seinen ganzen Spielverlauf dokumentieren. Das werden wir euch nachher aber auch noch genauer zeigen. Das Portfolio kann dann als PDF exportiert werden und somit praktisch als Nachweis gesehen werden für eben den Spielprozess, damit eben die Lehrkraft auch sieht, okay, wo waren meine SchülerInnen, wie haben sie sich getan, wo sind sie weitergekommen, wo waren vielleicht Probleme. Genau. Gut, jetzt zum spannenden Teil. So, nach dieser längeren Einleitung schauen wir gleich mal in eine Beispielwelt hinein. Wir haben uns eben da einige Themen aus dem Bereich der digitalen Grundbildung hergenommen, und zwar Schutz persönlicher Daten, Erstellung sicherer Passwörter, Verschlüsselung und Fake News und Recherche. Wobei diese Welt ist mehr oder weniger ein Prototyp, wo wir uns angeschaut haben, was gibt es alles für Möglichkeiten, was kann man da machen, aber auf jeden Fall kann man sie bereits benutzen. Dann steige ich jetzt wieder aus der Bibliothek aus. In dem Bereich Meine Welten. Sie sehen schon, die Welt ist 1,2 Megabyte groß, also das ist sehr, sehr winzig in Wahrheit. Also das kann man wirklich alles problemlos verschicken. Und auch das Spiel, der Einstieg ins Spiel geht sehr, sehr schnell. Es ist eine Singleplayer-Welt, also man kann sie eben den Schülerinnen und Schülern zum selbst zu Hause spielen oder einspielen geben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, natürlich das zu zweit zu spielen, wobei man dann bei den Rätseln sich dann gegenseitig unterstützen kann. Das Ganze startet in so einem klassischen Klassenraum mit einer Lehrerin, die uns dann auch durch das Spiel begleiten wird und uns immer wieder Tipps und Hinweise geben wird. Wir sehen hier, die Lehrerin ist ein NPC. Der NPC ist eben eine Spezialfunktion, die es nur in der Minecraft Education Edition gibt.
Die NPCs sind dazu gedacht, um eben Aufgaben zu geben, um Hinweise und Hilfestellungen zu geben, aber man kann die NPCs auch mit Befehlen versehen und auch mit Links nach draußen, was wir dann später auch noch haben. Ganz spannend ist die Funktion des Immersion Readers, der sich auch in Microsoft Teams findet. Mit dem Immersion Reader kann man sich die Texte auch vorlesen lassen. Ich zeige das kurz mal her. Der einzige Weg aus der Schule führt durch den Keller. Aber dort haben sich hinterhältige Geister eingenistet, die dir Rätsel aufgeben werden. Sei vorsichtig und überlege gut, wie du antwortest. Also nicht mal schlecht gelesen eigentlich. Und dann gleich hier die Anweisung, nimm dir Kamera, Portfolio und Buch aus der Kiste, um den Fortschritt zu dokumentieren. Auch die Tafel neben der Lehrerin ist ein Spezialelement in der Education Edition. Die Tafeln gibt es in drei verschiedenen Größen, sind gut zu lesen und sind dafür gedacht, dass man eben Hinweise auch im Spiel geben kann. Das Ganze ist in diesem Fall eine Abenteuerwelt. Also ich kann hier nichts abbauen, ich kann nichts verändern, ich kann nur Türen öffnen, Hebel ziehen und mit der Welt interagieren, aber eben nichts abbauen. Nehme ich mir hier also die Kamera, Portfolio und Buch heraus, die jetzt da unten gleich in meiner Schnellzugriffsleiste erscheinen. Ja, hier schaut es noch halbwegs wie eine normale Schule aus, aber eben der furchtbare Fluch, von dem wir vorher gesprochen haben, hat die Schule im Griff. Orientiert ein bisschen an Stranger Things, wer das gesehen hat. Also da gibt es schon seltsame Veränderungen in der Schule. Und wenn ich hier drüber in diesen Klassenraum gehe, sehe ich hier einen Lavasee vor mir. Warum haben wir das so gemacht? Wir haben versucht, eine Spielwelt aufzubauen, die ein bisschen eine andere ist als die gewohnte, also tatsächlich in eine etwas fantastische Welt hinüberzuführen, um die Motivation da etwas zu stärken. Und es auch sinnvoll ist, wenn man eine interessante Spielwelt hat, die sich dann eben von irgendwelchen eher trockenen Games oder Quizzes dann auch unterscheidet. Wenn ich jetzt hier auch sehe, die Brücke, die über den Lavasee führt, ist das auch so ein Standard-Element des Game Designs, dass man in einem Level dann auch ein bisschen Foreshadowing betreiben soll, also dass man ein bisschen zeigen soll, was auf einen wartet und Interesse erregen soll, was kommt da jetzt noch auf mich zu. Ich zeige jetzt auch gleich die Funktion der Kamera. Wenn ich jetzt Rechtsklick mache, wird ein Foto gemacht. Und wenn ich das Portfolio jetzt aufmache, sehe ich jetzt dieses Foto im Portfolio angezeigt und kann da hier eine Bildunterschrift, Lavahöhle zum Beispiel, anlegen. Das Portfolio könnte ich dann eben als PDF exportieren. Wenn ich das Gleiche mit dem Buch mache, kann ich im Buch jetzt eines von den verfügbaren Bildern hinzufügen und im Buch kann ich dann auch längere Texte schreiben. Also Buch und Portfolio gemeinsam eignen sich dann gut für die Fortschrittskontrolle. Ist hier nicht unbedingt notwendig, aber kann man dann auch machen. Gehe dann in den Keller hinunter, wo ich dann wieder die Lehrerin treffe, die mich vor dem bösen Datenklau warnt. Datenklau, der freundlich tut, aber einen überlisten möchte. Und hier kommt gleich noch ein weiteres Element, eine weitere gute Funktion der NPCs ins Spiel. Ich kann nach draußen verlinken. Also hier in dem Fall habe ich ein PDF zum Datenschutz verlinkt, das die Schülerinnen und Schüler sich vorher durchlesen können, um zu schauen, ja, worauf kommt es an, wenn ich Daten schützen möchte, wenn ich meine persönlichen Daten schützen möchte, um dann für den Datenklau, auf den ich gleich treffen werde, gut gerüstet zu sein. Die NPCs können verschieden gekleidet werden, also mit verschiedenen sogenannten Skins versehen werden. Da gibt es eben einige monströse Skins, die sich für diese Gegner wie den Datenklau gut eignen. Datenklau gibt sich als guter Freund aus, möchte nur ein paar Informationen haben und ja, muss ich mir eben die richtige Tür aussuchen.
drei Türen führen aus diesem Raum. Verrate Schulgröße und Lieblingsessen, verrate Adresse und Telefonnummer und verrate deine Kontonummer und dein Passwort. Okay, wir wissen, dass Schulgröße und Lieblingsessen wahrscheinlich die sicherste Antwort sind, aber aus Demonstrationsgründen wähle ich jetzt mal die Kontonummer und das Passwort. Das hier ist im Übrigen eine Eisentür. Die Eisentüren können nur durch Schalter oder solche Druckplatten geöffnet werden und von der anderen Seite dann nicht mehr. Also eignet sich sehr gut für Escape-Räume, wo ich dann eben hier nicht zurückkehren kann. Ja, ich bin an einem gefährlichen Ort gelandet. Hoffentlich schaffst du es, durchzukommen. Ja, wenn man gefährliche Handlungen setzt, hat das natürlich Konsequenzen. Das haben wir eben hier versucht, durch diesen Lavasee zu symbolisieren. Man schafft es aber auch drüber. Also wer ein bisschen Minecraft spielen kann und mit der Bedienung gut zurechtkommt, schafft es dann auch drüber. Also es sieht gefährlicher aus, als es ist. Und dann komme ich eben über diese Brücke, die ich vorhin gesehen habe, kehre ich wieder zurück. Ich komme zu Katja und zum Datenklau und wähle jetzt die richtige Tür. Es waren harmlose Informationen, die du weitergeben kannst. Beim Lingo Lizard geht es um sichere Passwörter. Auch hier liegt wieder ein PDF dahinter, das ich abrufen kann und das ich mir anschauen kann. Die PDFs gibt es auf unserer Webseite auch extra zum Herunterladen, damit man es eben in der Vorbereitung auch so machen kann und das nicht unbedingt im Spiel lesen muss. Ja, hier verändert sich die Welt ein wenig. Hier wird es modrig und feucht und in diesem Wasserspeicher lebt der Lindo Lizard. Der mir die Frage nach einem sicheren Passwort stellt, kann ich auswählen, wähle ich dieses, das wahrscheinlich das Richtige ist und werde weiter teleportiert. Wenn ich das Falsche gewählt hätte, würde ich mich da unten mit mehreren Zombies auseinandersetzen müssen. Auch da kann ich flüchten. Es geht, ist aber schwieriger als bei der ersten Frage. Hier ändert sich wieder die Welt. Es wird dann etwas technischer, eine Art Labor, wo Dr. Crypto residiert. Und da also Spielerinnen und Spieler, die es gewöhnt sind, sich an der Umgebung zu orientieren und Hinweise in der Umgebung zu suchen, werden vielleicht diesen Hinweis finden, A oberhalb von Z. Okay, wir haben gleich sehen, was das bedeutet. Katja weist mich jetzt wieder auf den Dr. Crypto hin, der mir eine Aufgabe zum Thema Verschlüsselung stellen wird. Hier haben wir ein Rätsel erstellt, das mit mehreren Hebeln funktioniert. Das lässt sich mit Redstone in Minecraft realisieren. Dahinter liegt eine relativ komplizierte Abfolge von Redstone-Leitungen, mit denen man logische Schaltungen dann aufbauen kann. Und nur mit der richtigen Hebelkombination wird sich diese Tür öffnen. Dr. Crypto stellt mir jetzt Rätsel, die sich in diesem Fall in einer Learning-App finden. Die machen wir jetzt nicht durch, aber das Rätsel an sich ist wahrscheinlich das komplizierteste in dieser Welt. Das ist zweiteilig. Ich habe zum einen diese Learning-App und zum zweiten das Ergebnis der Learning-App muss ich mit einer Dekodierscheibe dann entschlüsseln. Diese Dekodierscheibe, wir haben vorher gesehen, A oberhalb von Z. Ja. Aber wir kommen jetzt gleich zum Lösungswort. Das Lösungswort ist Code, der Einfachheit halber. Und wer vorhin den Hinweis versäumt hat, kann auch hier dann den Hinweis nochmal nachschauen. Was hat er gesagt? Code, Selbstlaut ist oben, Mitlaut ist unten. Gut. So, mit der richtigen Hebelkombination öffnet sich die Tür. Ich zeige gleich nochmal, dass es wirklich die richtige Hebelkombination sein muss. Und nur dann öffnet sich eben die Tür. Ja, und der nächste Punkt ist Recherche und Fake News. Bekomme ich 5 Geschichten der Geschwister Schwurbel erzählt. Geht es immer um Dinosaurier, aber nur eine der Geschichten stimmt dann auch tatsächlich.
Auch diese Geschichten kann man sich runterladen, wenn man sich vorher damit beschäftigen möchte. Hier eine Geschichte über die Intelligenz von Dinosauriern. Dazu ist zu sagen, dass man theoretisch alle diese Geschichten nachgoogeln könnte, aber es ist nicht notwendig, weil wir hier sehr deutlich gemacht haben, welche Geschichte glaubhaft ist, welche nicht glaubhaft sind. Also diese Geschichte basiert auf den Aussagen von Menschen, die im Bereich der Wirtschaftspsychologie gearbeitet haben und die also von Dinosauriern wahrscheinlich wenig Ahnung haben. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Geschichte stimmt. Glaube ich nicht. Okay. Wenn ich eine Geschichte glaube, ja, ein Bericht eines sibirischen Bauern, Dinosaurier haben im Mittelalter noch gelebt. Okay, das klingt plausibel, das stimmt. Wenn ich glaube, dass so etwas stimmt, werde ich in eine ungefährliche, aber Fake News Welt teleportiert, wo alles auf dem Kopf steht, Schweine herumlaufen und ich dann aus dieser Fake News Welt wieder entkommen muss. Das ist übrigens Wolle. Also es gibt mehrere Materialien in Minecraft, die in verschiedenen Farben vorkommen. Wolle gibt es in 16 Farben, Beton auch. Also das eignet sich sehr gut, um irgendwelche Bilder zum Beispiel nachzubauen oder Skulpturen, Porträts zu erstellen. Also dazu eignen sich diese mehrfärbigen Materialien ganz gut. Gehe ich also wieder hierher zurück und schaue mir an, was Vera Schwurbel zu sagen hat. Der Paläontologe Philip J. Curry beschreibt eine Gruppe von Dinosauriern, die gefiedert waren, hohle Knochen und Federn, das also die Vögel direkte Nachkommen der Dinosaurier sind. Okay, kann man tatsächlich nachgoogeln und das stimmt auch. Ja, ich werde weiter teleportiert, bin jetzt in einem anderen Klassenraum gelandet. Also man sieht hier, wenn ich da rausschaue, sieht man hier die Welten, die ich durchlaufen habe. Und ich kann auch hier wieder, um nachzuvollziehen, dass ich das abgeschlossen habe, kann ich ein Foto mit der Kamera machen, damit ich dann eben auch beweise, dass ich diese Welt tatsächlich durchlaufen habe. Du hast alle Rätsel und alle Monster überwunden, den Fluch gibt es aber noch und dann in der Fortsetzung wird dann der Fluch hoffentlich auch aufgehoben werden. Kann ich die Schule verlassen. Das Rote, was hier aufsteigt, sind übrigens Grenzblöcke, die hier unter dem Boden eingesetzt sind. Grenzblöcke können nicht überschritten werden und auch nicht überflogen werden, eignen sich somit sehr gut dazu, um in einer solchen Rätselwelt den Bereich einzugrenzen, in dem sich die Spielerinnen und Spieler dann aufhalten dürfen. Ja, hier sieht man auch, dass die Welt da bald einmal zu Ende ist. Das liegt daran, dass das eine sogenannte alte Welt ist, eine alte Minecraft-Welt, die nur 256 Blöcke im Kubik groß ist. In Wahrheit zahlt es sich nicht wirklich aus, so eine alte Welt anzulegen, weil vom Speicherplatz her die neuen Welten eigentlich auch nicht mehr brauchen. Aber wir haben uns gedacht, das ist wahrscheinlich etwas übersichtlicher. Gut, jetzt kann ich dieser Welt wieder aussteigen. Ah, genau, eines wollte ich noch herzeigen. Also wir befinden uns hier in einer Abenteuerwelt, die also nicht verändert werden kann. Allerdings gibt es in den Einstellungen einen Punkt, Cheats erlauben. Cheats aktivieren. Und dieser Punkt kann nicht gesperrt werden. Das heißt, wer eben in einer Abenteuerwelt sich befindet und diese Cheats aktiviert, kann dann auch die Abenteuerwelt auf kreativ selbsttätig umstellen. Und sich dann eben in der Welt so bewegen, wie das eigentlich nicht von den Erstellern, Erstellerinnen der Welt vorgesehen ist. Also darauf muss man immer achten. Also die Spieler, Spielerinnen müssen sich dann eben auch an die Spielregeln halten und dürfen nicht dann
eben Cheats einstellen und sich die Welt dann auf kreativ umbauen. Wobei natürlich Kreativitätswelten auch für andere Aufgaben sehr, sehr nützlich auch sein können. Gut, aber jetzt steige ich wirklich aus der Welt aus. Und kehre wieder zur Präsentation zurück. Ja, unser Angebot zur Minecraft Education Edition besteht eben aus dieser Rätselwelt, die man sich herunterladen kann, plus den zusätzlichen Angeboten. Auf unserem Lehrerweb gibt es dazu eine eigene Themenseite, wo sich eben die Welt findet, wo sich alle Texte finden in der Welt. Dazu gibt es auch eine Praxisidee, wie man das konkret im Unterricht einsetzen kann. Es sollte in einer Stunde zu schaffen sein, je nachdem, wie schnell man da durchkommt. Die eine oder andere Aufgabe kann dann ein bisschen länger dauern, aber mit Vorbereitung, Vor- und Nachbereitung soll es in einer Unterrichtseinheit zu schaffen sein. Weil es eben zur Education Edition keine wirklich zusammenfassende Dokumentation gibt, haben wir auch dieses Heft, das rechts abgebildet ist, geschrieben, eine Broschüre, wo sowohl vom technischen als auch von pädagogischer Seite her der Einstieg in die Education Edition beschrieben wird, also wie man Befehle verwendet, wie man NPCs verwendet, also alle Zusatzfunktionen der Education Edition werden da beschrieben und diese Broschüre gibt es auch zum Download auf dieser Themenseite. Ja, die Präsentation bekommen Sie natürlich, also alle Links, die in der Präsentation drin sind, sind dann also für Sie gut zugänglich. Ja, und ab dem Wintersemester planen wir dann auch zweistufige Workshops, wo es eben im ersten Teil darum geht, wie spiele ich Minecraft, worum geht es bei Minecraft, was macht die Education Edition aus und im zweiten Teil dann mehr, wie können Sie das in Ihrem Unterricht dann ganz praktisch umsetzen, was gibt es da für Möglichkeiten und die Workshops konzipieren wir eben gerade und da arbeiten wir dann dran. Ja, und bevor wir zu den Fragen übergehen, möchten wir eine wichtige Frage beantworten, also eine der wichtigsten Fragen, die uns dann immer wieder gestellt wird und für die ich dann gleich zur Kollegin übergeben werde, und zwar die Frage, kann man Schweine reiten? Also eine gute Überleitung. Wir dachten uns, da wir heute der letzte Vortrag sind, machen wir auch noch einen etwas lustigeren Exkurs, was uns in Minecraft auch aufgefallen ist. Prinzipiell ja, man kann Schweine reiten. Genau, man braucht dafür eine Angel und eine Karotte und einen Sattel und kann dann auch auf dem Schwein durch die Gegend reiten. Und ja, wir fanden das im Prozess recht lustig und dachten uns, das ist vielleicht ein kleines Goodie, das wir euch am Ende noch mitgeben. Gut, aber jetzt sind wir zu den Fragen und Einwände, Wünsche, was auch immer euch dazu einfällt. Und danke fürs Zuhören nach diesem langen Tag. Ja, vielen Dank einmal. Also das Schweinereiten ist sicher etwas Interessantes für das Geschwisterpaar Schwurbel. Was mir sehr gut gefällt, das ist wirklich dieser Zugang der didaktischen Aufbereitung, wo sozusagen ganz unterschiedliche Themen erschlossen werden können. Was mir jetzt ein bisschen, also das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz herausgehört, diese Workshops, sind die online oder vor Ort? Das kommt stark auf die Pandemiesituation an. Okay. Aber prinzipiell hätten wir alle Workshops eigentlich in Präsenz geplant, wenn es eben zulässt. Und ansonsten haben wir aber auch immer ein Konzept in petto, wie man das online machen kann. Wunsch wäre aber, den physisch zu machen. Genau. Selbstverständlich, ja. Ja, super, toll. Vielen Dank für die Präsentation. Ich schaue mal im Chat, sehe ich jetzt gerade nichts. Ich frage dann einfach die Teilnehmerinnen, ob es hier noch Fragen gibt. Also wir wollten noch auch zu den Workshops hinzufügen. Also wir haben einen Schulungsraum beim Bildungsserver, wo Education Edition überall installiert ist und wo wir sehr, sehr einfach das durchführen können. Das Problem mit Multiplayer ist,
dass ich nur gemeinsam im Multiplayer spielen kann, wenn ich mich im gemeinsamen Tenant befinde. Also es können alle innerhalb einer Klasse natürlich oder innerhalb einer Schule, aber wir könnten Ihnen zum Beispiel jetzt nicht anbieten, in diese Welt, die wir hier geöffnet haben, einfach einzusteigen und gemeinsam mit uns Multiplayer zu spielen. Also da gibt es eben diese Einschränkung und deswegen ist es uns aus praktischen Gründen dann lieber, wenn wir es irgendwie bei uns im Schulungsraum machen könnten. Die Melanie hebt die Hand. Ja, hallo. Super Präsentation. Ich bin sehr begeistert. Ich spiele privat Minecraft und liebe die Education Edition und finde es irrsinnig toll, dass das jetzt auch sozusagen in Österreich, dass sich da was bewegt. Und ich liebe die Welt, die ihr da erstellt habt. Total super. Ich hätte eine Frage, und zwar habe ich das selber noch nicht ganz herausgefunden für mich. Wir haben ja gesehen, diese Library, also wenn man die Education Edition öffnet, da gibt es eine Library und dann gibt es sie natürlich auch auf der Microsoft-Seite, also auf dieser Education Edition Website gibt es auch zusätzliche Welten und Ressourcen und so. Und wie ihr schon erwähnt habt, die meisten sind ja auf Englisch. So, meine Frage ist jetzt, wenn ich eine so eine Welt erstellen möchte, ich bin auch Lehrerin, also ich würde das gern so eine Welt wie auch aufbauen, wie würde man das am besten machen, damit oder wo stelle ich das rauf? Oder wie bekommt man das dann an die Schulen, diese Ressource? Ist das dann einfach, geht auf unsere Webseite oder geht auf meine Webseite und holt euch das runter? Oder wie funktioniert das momentan, dass, wenn diese Lessons sozusagen kreiert werden, dass sie dann auch wirklich im Klassenraum landen, sozusagen? Also die Welt ist an und für sich einfach eine Datei, die eben nicht besonders groß ist. Die ist eben zwischen 1 und vielleicht 5 Megabyte groß. Und die kannst du dann über Microsoft Teams oder über Moodle oder wie auch immer einfach dort hochladen und den Schülerinnen zum Herunterladen freigeben. Also die Schüler laden sich dann diese Welt in ihr eigenes Minecraft-Spiel hinein und können es dann im Singleplayer-Modus spielen oder eben auch Multiplayer freigeben. Also da ist man nicht eben von Microsoft zur Verfügung gestellten Welten gebunden, sondern man kann das an beliebigem Ort selber anbieten oder auch einfach per Mail verschicken. Okay, also es gibt da an sich keine gepoolte Website oder so? Gibt es nicht, nein. Könnte man natürlich machen. Also man könnte einen Pool erstellen, wo eben verschiedene Unterrichtswelten dann gesammelt sind, aber das gibt es nicht. Also vielleicht gibt es auch solche privaten Pools schon oder vielleicht gibt es auch von Einrichtungen schon welche, aber mir wäre es nicht bekannt. Theoretisch geht's. Okay. Super, danke. Ja, ich habe jetzt auch noch eine Frage. Sie haben ja genau gerade dieses Problem thematisiert mit den verschiedenen Tenants. Wir haben ja jetzt gefühlt tausende Einzeltenants österreichweit, je Schule. Wäre das ein Ansatz, wenn man einen übergeordneten Tenant nimmt, der größer ist, dass man hier mehr verfügbar machen kann? Ich denke ganz konkret an E-Education. Wir haben sozusagen ja auch automatisiert generierte User in einem Office 365 Tenant und unser Tenant ist sozusagen, da sind es glaube ich 12.000 User oder 15.000 User enthalten. Alle diejenigen, die sozusagen darauf zugreifen, hätten dann natürlich theoretisch die Möglichkeit. Beziehungsweise haben wir auch dieses Serviceportal eEducation.at, wo auch Schülerinnen reinkommen. Ich frage jetzt nur, wäre das ein Lösungsansatz? Also ich würde es super finden. Also es wäre wirklich großartig, wenn man dann eben bei solchen Gelegenheiten wie hier einfach Multiplayer-Spiel anbieten könnte oder eben auch schulübergreifend tatsächlich was anbieten könnte. Aber da muss man eben mit den Microsoft-Menschen reden, wie das zu machen ist, wie das zu administrieren ist. Ich habe keine Ahnung, wie da jetzt die Verteilung der Tenants vor sich geht oder ob man in mehreren Tenants dann gleichzeitig mit einer Microsoft-Adresse drin hängen kann.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Herr Keindl und Frau Suschnig, vielleicht schicken Sie mir da mal eine Mail rein. Vielleicht, ich nehme das mal auf meine Agenda, weil über dieses Serviceportal, das haben wir ja vor 2 Jahren in der Corona-Zeit eingerichtet, wo automatisiert Lehrerinnen und Schüleraccounts angelegt worden sind, damit die Kommunikation über MS Teams wieder ermöglicht wird. Und da haben wir ganz einen einfachen Onboarding-Prozess praktisch. Link generiert die User, ja. Und das ist ein zentraler Tenant. Da ist gerade so, dass jetzt die Grundvoraussetzung ein bisschen abhanden gekommen ist, weil ja sozusagen alle Schulen jetzt eigene Tenants irgendwo haben, durch die Lizenzen abgedeckt. Aber genau für solche Szenarien wäre das vielleicht nach wie vor brauchbar. Ich werde das einfach mal weiterleiten. Vielleicht könnte sich da was ergeben. Das wär sicherlich gut, ja. Danke. Das ist sehr super, Dankeschön. Ja, okay. Gut, Punktlandung, 16 Uhr. Ich bedanke mich für den Vortrag, für den Input, war noch sehr praxisorientiert. Und ich würde dann meinen, dass ich aus dem Einserraum heraus mit die Praxistage 2022 schließe und allen noch ein schönes, erfolgreiches weiteres Jahr wünsche. Wir sehen manche bei der Interpädagogika und dann bei der Fachtagung E-Education im Herbst. Kommen Sie gut nach Hause, beziehungsweise genießen Sie noch das Wetter. Vielen Dank.